Damen und Nein, Herren, aber das muss noch ganz kurz. sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stadionbesucher, wir freuen uns heute, Stefan, Stefan K. hat sich jetzt umnehmen lassen auf Special One 7. Er war auch beim Friseur. Neues Styling, neuer Name. Dann hat man noch gehört, dass er jetzt bei Peter Backholt einen Rhetorikkurs besucht hat. Wie wird sich dieses neue Outfit, dieses neue Styling, ihre ganze Aufmachung auf das Team ausschlagen? Wird das Team auch umgekrempelt? Ja, ich finde es sehr nett, dass Ihnen die ganzen Veränderungen bei mir aufgefallen sind. Ich verstehe mich mit Herrn Backholt sehr gut und das entspricht nicht ganz so weit, dass das ein Rhetorikkurs war, sondern wir waren gemütlich auf ein Bier in Wien-Hütteldorf und Rhetorikkurs ist übertrieben. Aber ja, die Mannschaft wird umgekrempelt, das ist richtig, aber nicht bei den Herren, sondern eher bei der Spieltaktik. Morgen steht ja dieses wichtige Spiel in der Moskau's Champions League gegen Parsival an. Im Vorfeld waren ja immer wieder verbale Ausschreitungen von Parsival gegenüber ihrer Mannschaft und speziell gegenüber ihren Fans zu hören. Wie stehen Sie zum Herrn Parsival bzw. wie werden Sie ihm antworten? Ja, also grundsätzlich verstehe ich mich mit ihm gut. Ich verstehe es noch nicht, dass solche deren Sticheleien nötig sind, vor allem gegen die Fans, wenn es gegen meine Person geht, dann kann ich mir auch dementsprechend wehren. Aber auch das mit den illegalen Marmeladengläsern vor dem Stadion, also ich verstehe sowas einfach nicht. Solche Scherze, die im Grunde keinen Hintergrund haben, die nicht begründbar sind und keinen Sinn im Grunde ergeben. Wir sind beim Fußball, wir sind am Fußballfeld Gegner, das ist richtig. Aber grundsätzlich verstehe ich mich mit ihm gut und ich habe eigentlich nicht viel zu antworten, weil es nicht notwendig ist. Also ich verstehe das richtig, die Aussagen von Herrn Bassewald sind eigentlich die beste Motivation für Ihre Mannschaft. Ja, ich sage halt nicht für die Mannschaft, sondern eher für die Fans, weil haben Sie schon mal einen Fußballfan, der im Stadion Marmeladenglasen verkauft, gesehen? Nein, ich nicht. Nicht? Und das ist, die Fans werden halt dementsprechend reagieren und dann müssen wir sie wieder mit Böller und Rauchbomben umschlagen. Also für die Mannschaft selber betrifft sie jetzt nicht direkt. Ja, aber man hat auch im Vorfeld ihrerseits teilweise verbale Entgräsungen gehört, wie zum Beispiel, wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern, wie stehen Sie dazu? Ja, natürlich, das gebe ich auch zu, dass ich das in der schriftlichen Pressekonferenz veröffentlicht habe. Und ja, es ist erstens der Wahrheit ja entsprechend und natürlich war es auch nicht ganz richtig, ja, das sehe ich schon ein, aber gut. Ja, eine kurze Frage noch zum Schluss, wie wird morgen das Spiel ausgehen? Ja, nachdem wir, wie vorige Woche, wie ich das schon erwähnt habe, wir mit den eher jüngeren Spielern auftreten werden, hoffe ich natürlich, dass sie die Mannschaft gut präsentiert und nochmal Gas gibt, die jungen Hungrigen, und aber viele Chancen, und das weiß die Mannschaft auch, wird gegen so einen Titelfavoriten in diesem Fall nicht mehr zu holen sein. Ihr Tipp, wer wird Moskau's Champions League hier? Ich tippe auf Parsival, ist ein hoher Kandidat, oder auch FC Wenzel, Königsblau, das ist ein schweben viel Namen in meinem Kopf, aber genau festlegen kann ich mich nicht sonst. Und die Lunatics? Ja, die Lunatics sind natürlich eine starke Mannschaft, aber ich glaube, dieses Jahr ist noch zu früh. Also nächstes Jahr sind sie sicher ein ernstzunehmender Kandidat, aber dieses Jahr nicht mehr als ein kleiner Geheimfavorit. Dann sage ich danke für das Gespräch und wünsche Ihnen für morgen alles Gute. Danke, ich bedanke mich auch. Schönen Abend.